zur Beach Soccer Fußball Challenge. Das allererste Mal auf Sand unterwegs mit zwei Kollegen. Team Emodell! Wir haben ja gesagt, ab jetzt nur noch gegen Meli und Modi Challenges. Das bockt einfach am meisten. Wir treten heute in verschiedenen Challenges an. Aber erstmal jeder für sich. Epische Fallrückzieher hier im Sand. Einmal zeigen, was er kann. Ne? Heute können wir uns hier richtig hinschmeißen. Ne? Cosmo hat aufgetischt, deswegen hat schmeißen wir uns in den Sand. Geiler Beach-Soccer-Platz hier bei Cosmo Short. Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Und go! Wir starten rein mit Challenge Nummer 1, Fallrückzieher. Einfach Ball kommt. Und jeder hat 5 Versuche, den ein Tor unterzubringen und sich dabei nicht die Knochen zu brechen. Melo im Tor. Versuch gut zu werfen, ne? Da oben. Schön hoch. Stehen. Ja, ja. Boah! Direkt ist er da. Melo. Ich will mich abdrücken in den Sand. Der Sand ist da ist auch Treibsand. Meli so eingesunken. Ich bin bereit. Ready für den ersten. Kamavingo. Boah, aber der Sand ist so geil, Alter. Ich mach Sandskulptur. Oh ja, richtig. Oh ja. Mo. Der Sand ist ganz weich. Da kann nichts passieren. Außer natürlich, du springst genau in das Messer, was ich jetzt senkrecht da aufgestellt habe. Hast du es dann? Hast du da alles schön gemacht? Ey, der kommt zwar nicht bis zum Tor, aber der ist gut. War schon gut. Für den Schlechten war der gut. Jetzt Meli, der muss einmal. Wenn nicht hier, wo dann? Komm. Das wird schwer. Schwer im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und let go. Alter, der war clean, Mann. Der war clean, das Digga. Ist super, Meli. Der ist so schlecht, glaube ich. Du bist dabei, Junge. Wer hier am wenigsten Tore schießt, oder die, die am wenigsten Tore schießen, kriegen Arschballern am Ende. Schön sandiges Arschballern in die Poperze, so. Nennt mich den Fallrückzieher Champ, Alter. Nennt mich einfach so. Wenn ihr mich auf der Straße seht, nennt mich so. Ich sag, das war 50% auf die Vorlage. Nope. Nein! Ey, der wäre fast noch reingesprungen. Vom Sandhügel, vom Maulwurfhügel, den ich gebaut habe da eben noch. Ja! Ja! Ja, bis noch diese Feinheiten weißt du, dann geht das gleich. Wer von Team M&M hat hier als erstes den Fallrückzieher-Tor? Was meinst du? Nimm ruhig das Mikrofon in die Hand. Moi. Also Mo? Nee. Französisch Moi. Mo? Nein. Alagi! Ah, ich hab echt scheiße getroffen. Ich sag, ich schau's vor den Beinen. Da ist auf ich hab nämlich auch noch keinen. Oh, ich sneak mich hier durch. Wir sind aber nicht Team M&M. Jetzt für Kamavingo. Wir haben ja beide Real. Boah, Real. Team Real gegen Team M&M. Ja. Meli! Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ich lasse meinen Pass eintragen, Fallrückzieher-Champ. Meli! Geh du mal ins Tor! Geh du mal bei meinem Nächsten ins Tor! Einfach Meli seine Schuld. Ja? Ja, ja besser. Ja, besser. Boah! Der sagt noch im Werfen, sagt er, ja, besser. Und kommt so eine Scheiße dabei raus. Ich glaube, ich bin noch nicht wach. Bam! Hey, der hat den nicht berührt. Zählt nicht als Versuch, würde ich sagen. Du hast noch mal einen, Mo. Das war trocken, das Mo, war oder? Extra, ja. Du wolltest einmal gucken, wie du fliegen würdest, Digga, ne? Der hat sich so in der Luft gedreht und ist so einfach so aufgekommen. Ach ja, next level, die Jungs. Was sagst du? Guck mal, ich mach gleich von da vorne, dann geht der safe da rein, weißt du? Geht immer nach da. Moment, gefurzt. Festzentral würde ich... Hast du gefurzt? Ich hab nicht gefurzt, der. Nein, hast Alter. Du hast ihn hier gelassen. Der ist rübergelaufen. Der hat hier einen abgefurzt, ist ans Tor gerannt. Nein, ich würde zugeben, wirklich. Hä? Junge, hier stinkt's. Also irgendjemand stirbt, Alter. Ja, auch nicht berührt, zählt nicht. Also noch versucht. Nope. Oh. Ja, ich muss immer an den Furz denken. Bleib im Tor! Bleib im Tor, Junge. Du mit deinen großen Worten. Guck mal, was da für eine Kuhle entstanden ist bei mir. Ich bitte dich, wir brauchen einen neuen LKW, der hier Sand bringt. Oder was soll ich sagen, wenn du halt Booty hast, dann passiert halt sonst. Ja. Was soll ich sagen? Ein Like für Melis Booty, he's thick AF. Ja. Wohin? Ja, da oben da. Ready? Ja. So sehe ich. Mann, sei leise, wie der gesprungen ist, Ich war auf keine Tor eingestellt. Ja. Größe. Und jetzt nimmst du, dass du den Furz da gelassen hast. Nein, das war ich wirklich nicht. Jetzt auch? Das war Curry mit Hähnchen, Reis und so. Wunderpro. Insta@Protato, seht ihr nochmal diesen Fallrückzieher, wie Holzi gesprungen ist. Wieder gesprungen. Aber er kommt ehrlich nicht so gut weg, ne? Oh,
Boah, das Tor hat mich jetzt ein bisschen an das WM-Tor von Richarlison erinnert. Ja, Deutschland ist leider raus bei der WM, aber das heißt nicht, dass es keine News und Statistiken mehr zur WM gibt. Denn in OneFootball habt ihr all das in einer App. Da bleibt ihr immer up to date, auch zur WM. Ja, Live-Ticker, News, Spielstatistiken, alles rund um die WM findet ihr auf jeden Fall kostenlos in der OneFootball-App. Aber auch über die WM hinaus bleibt ihr natürlich immer up to date mit der OneFootball-App und findet brandaktuelle News rund um das Thema Fußball. So könnt ihr beispielsweise auch einfach euren Lieblingsverein festlegen und verpasst von denen auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen. Auch nach der WM habt ihr die Möglichkeit, in der OneFootball-App Highlights und Streams von zahlreichen anderen Wettbewerben rund um die Welt zu sehen. Und dank der Partnerschaft mit Sky und Magenta Sport könnt ihr sogar einzelne Spiele von der zweiten Bundesliga und der dritten Liga kaufen. Natürlich bei Bedarf. So, Freunde, wir haben euch jetzt die ganzen Vorteile von OneFootball erklärt. Mit dieser App macht ihr auf gar keinen Fall was falsch. Deswegen erster Link in der Beschreibung, abchecken. Kostenlose Hase natürlich, deswegen ladet euch runter, bleibt immer auf dem neuesten Stand. Und ich knall den Jungs jetzt hier noch ein, zwei in den Giebel, ja? Okay. Das ist doch weggeschmissen. Was ist da los heute? Ich glaube, ich habe Sand in meinem Ei. Das ist schon. Immens Messi, Ankara 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 Messi, mach jetzt nochmal. Verrückt hier, Kollege. Ja! Mit Hacke. Mit Hacke? Ohne Springen? Und lässt sich dann fallen. Das ist geisteskrank. Er hat auch so eine Latte da, Alter. Ich geh bei mir. Let's get that shit. Bam! Das Ding ist, der hat den sogar mit dem linken Fuß so gestriffen. Noch ein, komm, hat keiner gesehen. Oh? Fünfter Durchgang. Boah, was soll das ich ist sagen? Der entscheidende jetzt Durchgang. Den muss ich halten. Oh! Wenn ich jetzt treffe, habe ich jeden getroffen. Okay. Jetzt kann ich nicht zulassen. Tut mir leid. Nein! Nein! Das ist Aura, das Holz. Egal, mal sehen, ob einer von den Knällchen hier trifft. Komm, ich habe jetzt viermal eine Faxen gemacht. Was heißt Faxen? Ich habe eigentlich den Ball nie richtig getroffen. Jetzt einmal werden wir den Sand erwischen, dann geht er sogar mit Meli rein. Den hätte auf einmal überragend. Überragend. Wenn wir unsere Kreisligaspiele auf Sand machen würden, ich würde Meli safe trotzdem nicht ins Tor stellen. Spring einfach einmal ab. Komm, believe. You gotta believe, man. So, das ja! Nope. Jetzt einmal nach hinten genommen. Jetzt hat Meli die einzigartige Chance, wenn er jetzt einen einfach reinknallt. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier bin, aber... Boah, Holz ist da. Okay, wir gehen ins Sudden Death, bis einer von den drei einen reinmacht. Die anderen zwei kriegen Arschballer. Noch einmal den Meli abgewehrt, jetzt müssen wir zeigen. Ja. Boah! Boah. Was ein Ding. Jetzt müssen die anderen erstmal nachziehen. Der war stark. Das war auch der Anwurf, bin ich ehrlich. Ja! Nope. Ja, ich würde jetzt nicht Fallrückzieher sagen, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Nicht für mir! Oh, nicht. Er war kein schöner Fallrückzieher, aber es war ein Versuch. Bei dem einen ist natürlich schwerer zu treffen als bei dem anderen, aber wir lassen einfach das Glück entscheiden, ich ziele nicht. Gehst du auf die große Angriffsfläche oder auf den zerbrechlichen? Ich gehe auf einfach Destruction. Okay, komm. Steilschuss. Oder für die Spur. Ich nehme keinen Anlauf, sondern zieh den so. Oh. Ach scheiße, wir haben reingeschissen. Hätte der getroffen, Alter, der wäre schmackig gewesen. Also Leute, Tor zu Tor auf Sand. Das allererste Mal, die Premiere. Wir haben Premiere. Im Sand gemacht. Dafür haben wir uns heute natürlich wieder harte Gegner ausgesucht. Team M&M ist am Start. Das heißt, Brotatoes versus M&M. Gegen die Memmen kann man eigentlich sagen, ne? Ja, bis 5, 3 Kontakte und Hand ist nicht erlaubt. Wer hat jetzt gepupst von euch? Okay, wir haben ja natürlich keine Linien, aber das ist die Mitte, der Ball darf wieder nicht da drüber. Für die, die es nicht wissen, man muss ja in seiner Hälfte bleiben, ne? Okay, fangen wir an? Ja. Jetzt sieht direkt auf. Das ist ja schon mal ein Ding. Das versucht hier hochzulegen. Boah! Oh. Hey, wieder 3! Das Arsch war vorhin! Das war schon zu viel. Der Stift komplett. Egal, schieß mal, das hab ich noch. Niemals!
Aber man sieht trotzdem, wir sind auf jeden Fall andere Taktiken als sonst. Man muss sich oft den Ball hochhalten, um es leichter zu machen. Also das wird nichts. Sorry, aber das wird nicht. Also das. Ja. Scheiße, der Ball kommt ja nicht mal an. Sonst knallt einfach drauf. Nope. Boah. Oh. Zwei. Der muss. Ah, das muss Lukas draufziehen. Und da liegt sie sehr tief. Ach du Scheiße. Oh, das wird eine schnelle Nummer hier. Das ist so, als ob du so gegen einen Sechsjährigen spielst. Du willst den aber nicht so komplett abschießen, weil der soll ja auch noch Spaß an der Sache haben und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Oder soll ich den hier hochlegen? Leg den mal hoch. Aber nicht man kann Fall. Sich aufs Spielfeld schieben, weil das eine Team kriegt es ja wirklich hin. Die sind einfach scheiße. Die sind einfach scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Komm mal, das kann man nicht anders sagen. Ja. Boah, ich so, Alter. Ja. Fast das Tor getroffen. Du kannst doch nicht dem Mo ohne Vorwarnung einen Lupfer geben. Schieß einfach drauf, schieß einfach. Schlau, schlau gemacht. Oh mein Gott. Schnell, Mo, schnell! Ja! Ja! Oh, der springt so ekelhaft! Man kann auch einfach Aufsätze schießen. Bam! Ja! Oh. Stark! Ich musste! Rechts oben, Kleider, dir. Rechts oben, Medi! Rechts oben! Ja. Rechts oben! Von dir aus links oben! Nein! Nope! Oh, Mo! Ball! Ja! Soll ich? Ja. Der bricht sich seinen Fuß. Willst du auf Fahrrad einen probieren? Ich spiel mich einfach hoch an. Oh. Oh. Also das. Da kommt Kameramann noch aufs Spielfeld für dich schon. Bruder, ey Jungs, für die Nationalmannschaft im Beachsoccer, callt mich ruhig, callt mich. Das war schon sexy, Was soll ich da machen? Ja, aber das jetzt sehen wir dasselbe von den anderen. Kriegen sie es auch so gut hin? Ja, fast. Ja, stark. Oh. Ja. Du sollst das in den Sand streicheln, was? Bam! Scheiße, komm! Boah! Oh. Alter, der war wild! Scheiße! Boah, ich hab den fast berührt, Alter. Du hast ihn berührt. Hab ich den berührt? Letzter, ja. Ja, okay. Bam! Boah! Zwei Berührungen! Du musst den schießen! Bruder, wie soll ich den schießen? Boah, ganz kurz. Ich hab ja Angst zu stehen, Alter. Ich geh jetzt auf andere Sachen. Das mache ich nicht nochmal mit dir. Okay. Nope. Ja, Salman. Was macht ihr da eigentlich? Wenn ich das wüsste. Ey, das ist über die Linie. Boah. Gefährlich, Tom, gefährlich. Ah! Ja, aber das ist gut! Boah, ey. Wieso redet ihr nicht? Ihr müsst reden miteinander. Aus der Luft ist besser, Mann. Die schweigen sich da einfach an und treten sich die Bälle hin und her. Ja, einen haben wir noch. Boah, du willst ihn voll in die Eier, ne? Drei haben wir. Oh! Das ist Brainplay. Und eine super Execution. Sauber, Junge. Halten! Was, Bruder? Du hast Freimo. Komm hoch.
Nope. Oh, du schießt genau mich an. Du schießt genau dahin, wo ich stehe. Ja! Oh! Jetzt geht er rein. Hast zwei. Oh, danke. Danke. Ja! Boah, was ein Save. Was willst du? Soll ich selber schießen? Willst du schießen? Der sagt aber gar nichts. Hä? Der muss das nicht. Ist ihm egal. Ist ihm egal. Und der wird ihn nicht treffen. Ja. Der Mond wäre so. Drück mal weg. Hallo. Boah, so lange drehen. Das ist so, also du kannst halt den größten Lulliball im Spiel, der geht noch rein. Boah. Gibt es doch nicht! Versuch mal einen aus der Luft. Versuch mal einen aus der Luft. Versuch schon die ganze Zeit. Ja! Ja, Junge! Ey, Gegner müssen noch Tipps geben, damit sie mal durchschießen. Oh. Ja, war ein gutes Spiel, muss man sagen. Gegner haben ein bisschen gezeigt, dass wir da waren mit dem einen Treffer, ne? Schönes Spiel. Ja, danke. Hier, jetzt rein. Mein Eier. Was passiert hier? Versucht, Tom. Jetzt rein, versucht. Check One Football ab, auch richtig geil jetzt noch zur WM. Erster Link in der Beschreibung, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ne? Alle Highlights von der WM und Statistiken findet ihr in der App. Nur Deutschland rasiert leider nicht mehr so wie wir gerade. Ja, aber dafür haben wir einmal gezeigt. Ne? Yes. Genau. Ich bin eh für Real Madrid. Und du? Afrika.